einfache Fehler zu machen, ein, zwei einfache Fehler zu produzieren. Seine Konzentrationsfähigkeit verlassen muss. Häufig diese engen Situationen gehabt. Hat, wie er das eben letztendlich gespielt hat. Er hat schon einen ganz, ganz großen Erfahrungsschatz. Vielleicht ist es auch mal an der Zeit, einfach mal einen Vorhandaufschlag zu probieren. Ja, eindeutig. Es wäre eine Möglichkeit, einfach was anderes zu machen im Augenblick, wenn mich das so eine Schwierigkeit hatte, sich gut zu stellen. Aber eben auch nach dem Aufschlag von Wang Chi eben den Vorhand-Topspin von Wang Chi holen. Und das Spiel läuft natürlich lang. Wir haben es natürlich in viele Bereiche schon hin und her kippen sehen. Wow, großes Ausrufezeichen hat Ruben Felus dargesetzt, wie er nach vorne kommt. Einmal mehr fast florettartig nach vorne geschossen, um diesen Ball, der wirklich schon fast in der fallenden Phase war, ja, sagen wir, am höchsten Punkt nach vorne zu spielen. Sehr, sehr guter Ball von Ruben Felus. Beschleunigt 10 zu 5. Aber der Ball kommt trotzdem nochmal zurück. Und er kommt zurück, nicht nur einfach auf den Tisch, immer noch mit etwas extra Qualität. Wenn dabei 2 zu 2 in die Box gehen würde und vielleicht, ja, hat er sich auch da schon ein bisschen drauf verlassen und diese paar Prozent haben ihm vielleicht am Ende das auch gekostet dann. Sicherlich geschafft und am Ende liegt es jetzt an diesen Zweien, an Timo Boll und Ruben Felus, zentriert hier wirkt. Irgendwas, was Timo nicht erwartet. Eigentlich auf dem Schläger gehabt, ja. Also 2 zu 0 Satzführung, das Spiel im Griff und dann hat er so den Faden verloren, was wirklich ja sehr, sehr überraschend gewesen ist. Mit dem die Bälle produziert werden, das ist schon noch immer ein klein wenig Umstellung, weil die Bälle dann das Genick brechen am Ende, wie vorhin der Ball zum 3 zu 5, den er eigentlich mit Vorhand gut liegen hatte und ausgelassen hat. Sonst wäre er jetzt 5 zu 4 in Führung. Nach vorne, eigentlich in den Ball, war eigentlich eine gute Chance, diesen Gegentopspin zu treffen. Wahnsinn! Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Gespielt. Liegt sehr, sehr gut noch kaschieren. Der braucht einfach auch noch ein bisschen Zeit. Wäre sicherlich noch ein zusätzliches Element. Ist jetzt schon klein wenig mit dem Rücken zur Wand. Aufschlag jetzt. Eigener Aufschlag, jetzt schauen wir mal, was geht. Hoffnung, dass Timo ihm eine Chance gibt. Er hat sofort den Rückschlag geändert. Gute Länge im Ball.
Da war wieder die Rückhand-Banane von Timo. Diesen Titel zu holen, ja. Timo einfach mit dieser 2:0-Satzführung im Rücken. Unglaublich schwer. Noch Timo Boll im Augenblick vor größere Schwierigkeiten. Ja, absolut. Streifen am Horizont für Borussia Düsseldorf, was die Pokalentscheidung angeht, deutlich heller. Mittlerweile hat es dieser Verein eigentlich und diese Fans meiner Meinung nach einfach verdient, auch endlich mal einen Titel zu gewinnen. Zu belohnen für tolle Arbeit, die in Fulda eben geleistet wird. Und er ist eigentlich hier einmal mehr der Fels in der Brandung eigentlich, der Borussia heute. Meister und für Borussia Düsseldorf geht die Erfolgsstory in ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen. Und da hat die Borussia es. Der Unterschied hat einmal mehr einen Namen. Und der heißt hier und heute Timo Boll. Ich verneige mich vor Borussia Düsseldorf. Ich verneige mich vor der Leistung eines Timo Boll. Und ich glaube, dass die Mannschaft hier...